Es wurde bereits demonstriert. Es wurde schon gestreikt. Jetzt geht es weiter. Der Arbeitskampf der Pflegekräfte an der Tübinger Uniklinik dauert an. Laut Werte ist der Arbeitgeber noch immer nicht bereit, eine verbindliche Zusage zu machen über Tarifverhandlungen zur Mindestbesetzung in allen Pflegebereichen. In Tübingen, Heidelberg, Freiburg und Ulm standen deshalb rund 1800 Beschäftigte auf der Straße und kämpften. Sollten die Arbeitgeber nicht einlenken, werden die Pflegekräfte weiter streiken. Mehr von uns ist besser für alle. Unter diesem Motto ringen die Beschäftigten der Tübinger Universitätsklinik schon seit längerem um bessere Arbeitsbedingungen. Es gab bereits Verhandlungen, doch da habe sich der Arbeitgeber keinen Millimeter bewegt, erklärte Benjamin Stein, Geschäftsführer der Gewerkschaft Verdi im Bezirk Vils-Neckaralb. Die Arbeitgeberseite sagt, sie wollen sich nicht reindirigieren lassen in ihre Hoheit, wie sie Personal besetzen. Und wir sagen, ohne eine Personalbesetzung und eine Quote, wie das funktioniert und vor allem, wenn es unterschritten wird, wie die Konsequenzenmanagement betrieben wird, wollen sie mit uns nicht reden. Und wenn sie das nicht tun, werden wir weiterhin in unseren Streiks auch mobil machen. Der Streik hat auch die Aufmerksamkeit des Bundes erregt. Martin Rosemann von der SPD wurde durch Krankheit daran gehindert, am Streik teilzunehmen. Heike Hensel von der Linken und Chris Kühn von den Grünen waren beim Streik aber mit dabei. Das ist aber eben nicht nur eine Tariffrage, sondern eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, weil wir alle mal Patienten werden können und davon natürlich profitieren. Und deswegen bin ich heute hier und spreche klar die Solidarität aus mit den Beschäftigten für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege. Gerade auf Bundesebene sieht Kühn viele Möglichkeiten, wie die Politik helfen kann. Zum Beispiel könne der Bund mehr Geld in die Pflege geben. Auch könne der Bund die Kliniken verpflichten, stets eine gewisse Zahl an Personal zu haben. Beides hätten die Grünen bereits durch einen Antrag in den Bundestag eingebracht. Auch Heike Hensel von der Linken möchte sich für die Beschäftigten einsetzen. Ich glaube, wir haben den Notstand in Deutschland, können wir nicht mehr akzeptieren. Und deshalb freuen wir uns natürlich, dass es jetzt hier auch kampfesfreudige Kollegen, Kolleginnen gibt an den Unikliniken, die streiken und ja auch für mehr Personal streiken. Auch die Fraktion der Linken habe einen neuen Antrag für die Pflege eingebracht. Die beiden Tübinger Politiker sind sich einig. Bei der Pflege muss sich mehr bewegen.